einen Tag als Personal Shopper Real Madrid, das wollte ich mir angucken. Komm. Buzzplug, die haben jetzt auch YouTube, okay, stark. Ein Tag als Personal Shopper bei Real Madrid. Die haben so weit gebracht, auch die Jungs, ne? Ich schwör's dir, ich hab die vor 3 Jahren, habe ich die kennengelernt. Da haben die so vielen kleinen Leute, also was ist kleine Leute? Das sind Leute, die organisieren dir Klamotten jeglicher Art, an die man nicht so einfach rankommt oder wo man jetzt nicht den Leuten direkt vertraut. Die haben es jetzt geschafft, Real Madrid Spielern Sachen zu schenken. Verkaufen, glaube ich. Nicht schenken, verkaufen tatsächlich. Also vom Jello zu Jude Bellingham. So schnell geht's, ne? Hey meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von uns. Für uns geht's jetzt nach Madrid, werden uns da mit ein paar Spielern treffen. Dan ist auch Grieche. Auf jeden Fall crazy. Wir nehmen euch wie immer mit. Yes, sir. Ben, was ist deine Aufgabe bei Baslak? Ich mach die Drecksarbeit, kann man sagen. Ich mach die Drecksarbeit. Chaco? Ich bin fürs Entertain. Und ich sage euch, das Ding ist, also der absolute Cheatcode war bei denen, glaube ich, Serie A. Weil wenn andere Fußballer sehen, ah, okay, die haben das da geholt, dann kann man denen vertrauen, weißt du? Ein Haaland sieht jetzt bei Jude Bellingham, oh, okay, Jude hat da auch was geholt, der sieht irgendwas Cooles, er fragt, sind die vertrauenswürdig? Jude Bellingham wird sagen, ja, bam. Das ist völlig alles miteinander vernetzt. Ich habe die kennengelernt durch Willi und Sydney. Ich wollte mir damals Schuhe holen, konnte sie mir nicht, ich wusste nicht, wo ich die Schuhe holen soll. Oder waren es Schuhe? Ich glaube, es war sogar ein T-Shirt. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Eine Tasche? Es war eine Tasche. Und ich wusste nicht, wo ich das holen soll. Und ich wollte nicht auf einer random Seite 2000 Euro, 1000 Euro bezahlen, weil das sind dann meistens solche Dinge auch. Aber es gibt natürlich auch günstigere Sachen, ne? Also es ist nicht so, dass es nur teure Sachen sind. Dann wäre mal ein bisschen schwieriger ranzukommen. Und da sind die perfekt. Die nehmen dann, glaube ich, auch einen kleinen Aufschlag, logischerweise. Das muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich da in dieser Welt gar nicht aus. Aber da ist es auf jeden Fall safe, safe. Und die beraten dich auch und sowas. Deine Aufgabe, was bleibt? Hallo, ich bin Ruben Garcia. Ich kümmere mich um den rechtlichen Kram. Ich bin der Anwalt. Ich bin rückenfrei. Der Anwalt. So, wann bist du fertig mit deinem Tam Shark. Ungefähr. Geil. Kann man, gutes Beispiel, so Marc Gebauer zum Beispiel mit Uhren. Ne, da weißt du, das passiert, wenn du da was holst und da ist vielleicht mit Klamotten so, ja, übertrieben gesagt vielleicht. Wo geht's hin? Wir in Madrid. Wo gehen wir hin? Mo, wo gehen wir hin? Ich weiß auch nicht, wie das Restaurant heißt, aber das ist von Küsmann und Lorente. Wird ganz gut sein. Später gehen wir in den Club Opium. Beste Club Opium. Haben auch ein paar Kunden zu Gast. Sadizou von Monaco, Iso von Monaco, also Ismail Jakobs und der neue Spieler Balogun, den kennen wir noch nicht, aber scheint ganz korrekt zu sein, deswegen nehmen wir Schmidt. Und der letzte Spieler, safe auf Empfehlungen von den anderen. So. I peed their nose on my wife. Oh man, this is the man in Madrid. The man in Madrid. That's my guy. I work like concierge in Madrid and in Ibiza. With football players the most. And I have also other players. Was ist dein Traum? Was wäre? Was meinst du, Armin? Laurenz, danke für den Sub. Bayer. Kurt sollen ihre Drinks zahlen. Jo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zum Tag 2 unserer Madrid-Reise. Gestern hatten wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gehabt, wie ihr sehen konntet, auch euch mal so Einblicke zu geben, sag ich mal, in unser Privatleben. Heute werden wir uns mit Toni Rüdiger... Was ist das hier für eine Schulvorstellung? Ja, und David Alaba treffen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Auch für mich als großer, großer Real Madrid-Fan ist auf jeden Fall manchmal sehr, sehr surreal, was wir, sag ich mal, in diesen 3 Jahren alles so geschafft haben oder in 2,5. Also werden wir euch wie immer dafür PowerPoint. Mitnehmen. Und Real Madrid-Squad? Yeah. Nobody. It's from number 1 to 25. Oh, I thought I could. Und jetzt kommt der Part, der mich interessiert. Wie sind die da reingekommen? Weil du kommst nicht einfach so an die Spiele. Das muss vom Spieler kommen. Sonst kommst du da nicht rein.
rein. Da muss ein Spieler dem Bescheid sagen und das kann dann auch nicht hier irgendwie mal kurz ein A-Jugendspieler, sondern es muss wirklich, dann muss es so ablaufen. Die haben wahrscheinlich einen der Spieler, so hier die Klamotten, der meinte, jo, komm einfach da und da hin, dann war es das Real Madrid-Gebäude, dann kam da so ein Jorge, der hat den gesagt, hör mal zu, was willst du hier mit deinen ganzen Taschen? Dann hat er den gesagt, hör mal zu, ich habe hier für Bellingham eine Tasche und ein paar Schuhe. Dann hat er ihn kurz ausgelacht, hat seinem Muchacho erzählt, die sind auf Crack, sollen wir die mal jetzt hier hauen? Dann hat er dem wahrscheinlich gezeigt, nee, das ist wirklich so, hier. Und dann sind sie da durchspaziert. Ich glaube, so lief's. Rüdiger, aha, siehst du? Und das ist mir immer unangenehm, das haben sie aber safe vorher abgeklärt. Ich habe jetzt auch immer schon zu den ein oder anderen natürlich kennengelernt, aber dann ist es mir immer unangenehm, dort zu filmen. Aber das ist natürlich für deren Content super und die haben die safe gefragt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Zum Beispiel, ich war mal bei mit Toni, als ich Toni auch, ich habe Toni jetzt schon des Öfteren gesehen, nur ihr habt das nie richtig mitbekommen. Da will ich ihn nicht immer eine Kamera ins Gesicht halten. Oder wir waren bei Luciano auch teilweise nach dem Konzert auch Backstage. Ich war sogar mit Luciano nach dem Announcement, also bevor das Announcement für die Icon League war ich mit dem Mann sogar essen. Da habe ich den kennengelernt, richtig cool. Und das habe ich aber alles nicht reingemacht, weil ich das dann immer nicht so ich traue mich das immer nicht so, wisst ihr, was ich meine? Und das ist aber hier gerade Gold wert. Da sitzt Rüdiger, ich glaube Tchouaméni, Camavinga und Jude Bellingham. Jude guckt sich hier ein Spiel an, da seht ihr schon, wie der Typ drauf ist, Macher. Guckt sich hier Spiele auch direkt an. Finde das aber gut, ja, das ist gut. Ich glaube auch, das führt auch dazu, dass das nochmal alles ein bisschen enger ist. Aber man denkt sich natürlich dann auch so, oh, da könnte man aber so ein paar Einblicke auch nochmal mehr bekommen, aber man will den Leuten nicht auf den Sack gehen. Aber das hier ist natürlich jetzt cool. Und sie haben das safe vorher abgeklärt. Also, ne? Oh, mon Dieu, lol. You know it's Duke as well, right? Which one? From LA. Yeah, Duke. Yeah. Duke. Yeah. Duke, my guy. Jamaika. Dann haben sie ein paar Sachen mit und die ziehen sie wahrscheinlich an. Danke. Camavinga hat auch ein verrücktes Teil, warte mal. Ich folge dir mal auf Insta, der hat auch recht. Viele wahrscheinlich finden Sachen richtig geil, die tragen. Viele sagen, boah, wie kann der sowas anziehen? Und genau an solche Dinge kommen die dann auch hier. Es gibt viele, die sagen, dope shit. Dann gibt es Vinicius Junior, der ihn wahrscheinlich hier verarscht. Gehst du als Torwart? Also das ist auch wie so eine Kreisliga-Mannschaft da, ne, bei Real Madrid. Die kommentieren da jedes, deswegen sind es auch so eine Macher. Die kommentieren, als wäre das eine Kreisliga-Truppe. Alle untereinander, man merkt, dass die sich wirklich mögen. Hier hat auch wieder irgendwas übersetzt. Handschuhe nicht vergessen, siehst du? So wegen Torwart anscheinend hier mäßig. So Sachen. Koundé auch? Guck, Vini. Koundé, sein Style krass. Sag mal, ja. Hier, diese lockere. LOL. Ja, ich sag ja, also, die sind da auch ein bisschen anders unterwegs. Diese Locke da. Ja. Hab auch schon so viele kennengelernt, die dann so, sag ich mal, einen anderen oder was außergewöhnlicheren Style haben. Ich glaube, in dem Video kam es auch übrigens zustande, wo dann Mbappé sowas, wo Bellingham so sagt, dass Haaland besser ist als Mbappé, so sinngemäß. Ah, jetzt. Oder? Great guy, bro. Is he great guy? He's unbelievable, bro. We don't care. Come on, shit. We don't care. But he's better than your boy. Which one? Please. Der Mann würde nächstes Jahr mit ihm zusammenspielen. Weiß nicht, ob Mbappé das so geil findet, hä? Ach, es geht um Dier und Upamecano. Ach so, ich dachte, es geht um Haaland und Mbappé. Okay. Okay.
Deswegen, ja, ist halt, sie macht richtig. Also, du weißt mit Fußball. Zum Beispiel, wenn du einen guten Ruf hast, ja, ja, das allein schon reicht manchmal. Ja. Das freut mich so. Freut uns, dass es jetzt so geklappt hat. Ja, ich höre, er hat aber recht. Es ist wirklich so. Fußballer sind sehr, glaube ich, so, die vertrauen nicht vielen und dann fragen die andere Fußballer, wie hast du Erfahrungen gemacht? Und wenn das funktioniert, die sind bei den Real Madrid-Spielern, Bruder, da gibt's gar keine Grenze jetzt mehr. Die waren bei Jude Bellingham, die waren bei Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, wie sie alle heißen, das Ding ist over. Da kann nichts mehr, die können jetzt zu, wenn Haaland Klamotten will, kann sein, dass er Bellingham fragt. Wenn er Mbappé irgendwas will, sagt er, hey, I see that guy, you have, which Your shoes are cool. Your shoes are cool. Yeah, I have this from Busplug. What is Busplug? Yeah, it's some nice guys. I order by them and it's very good. Ah, okay. Can you give me that contact? Yeah. So, passt. So funktioniert das, genau so. Ist nicht hier, aber die schicke Kunst, die dritte Schuhe schon geschrieben von mir. Danke dir auf jeden Fall. Wieso sieht es überall immer so krass da aus? Also ich glaube jetzt wirklich mit Bassplack, glaube ich, alles auseinandergenommen. Also ich bin von Real Madrid, ich meine größer als das Witzelig, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, dann Toni ist auch wirklich, also wir haben zwar, ja, halt nur noch so Cristiano, Messi, so, wenn die das hinbekommen, dann die mischen ich mitnehmen, dann flippe ich aus. Stell mal vor, Krisch. Ich weiß aber gar nicht, wo Krisch seine Sachen holt. Der holt die dann halt, den juckt es nicht so, ne? Der holt die einfach da, der sagt zu seinen Leuten, du holst mir jetzt die und die Jacke und dann ist gut. Ich habe viel von ihm gefilmt, aber was sie auch neben der Kamera geredet haben, wirklich unglaublich korrekter Typ, unglaublich korrekter Mensch, so eine coole Socke, also wirklich mal vielen, vielen Dank, Toni, an dich für die Einladung. Der kauft uns auch alles für eine Mille mehr, ja. Empfang hier. Tut uns zwar sehr weh im Herzen, aber natürlich könnt ihr auch das Trikot gewinnen von Jude Bellingham unterschrieben, Tchouaméni, Camavinga, Toni Rüdiger, Fela Mondi war auch, da habe ich eben vergessen. Deswegen spammt wirklich die Kommentare voll, folgt uns, aktiviert die Glocke, teilt es auf TikTok, schickt es euren Freunden. Also ist, glaube ich, maximaler Content. Gab es, glaube ich, so noch nie auf YouTube, von daher checkt es aus. Gracias. Das ist so krass, du kommst da nicht einfach rauf, Chat. Das ist schon heftig. So, es geht jetzt für uns noch weiter. Wir sind jetzt hier mit David Alaba noch verabredet. Mal schauen, was er sich so aussucht. So, das ist so, das finde ich halt geil, so. Vielleicht werde ich auch ein bisschen alter Mann. Aber das ist so mein Shit. So ein lockeres Hemd, ein paar geile Accessoires. So, es geht jetzt für uns und noch dann, weiter. Wir sind jetzt hier mit David Alaba weiß nicht noch so. Verabredet. Mal schauen, das finde ich geil. So alter Mann ein bisschen, ja, aber so clean halt. Der hat einen Stylist? Alter Schwede. Wenn ihr einen Stylist habt, dann wisst ihr, dass das Ding over ist. T-Shirt, die Hose. Passt mir nicht, glaubst du? Reiche Mann. Wir gesehen bei OBJ, sein kleiner Sohn ist ja auch immer voll in Chrome. So, jetzt geht's für uns noch ins Real Madrid Stadion. Wir gucken das Spiel an, das Champions League Spiel gegen Leipzig. Wir haben Tickets. Ist ja bekommen. Kacke, oder? Wir zeigen euch mal, wie das VIP aussieht. Ist ja scheiße, oder? Ich war da auch mal und das hört sich jetzt komisch an. Ich schwör's dir, ich hätte viel mehr, also, ne, nur jetzt ganz meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. So VIP bei Real, ich glaube, das ist auch nicht der große VIP-Dings. Da war ich aber auch mal drin. Ich glaube, bei den richtig, richtig High-End-VIPs ist es nochmal eine andere Nummer, aber so verglichen mit Bayern-VIP oder auch Hertha-VIP ist auch krass. Hertha-VIP geht's auch richtig ab. So 3 Stockwerke, richtig gutes Essen auch. Da fand ich die anderen besser. Gibt Schlimmeres. Ja, nur, ne, falls es jemanden mal so in der Welt interessiert, das Real Madrid VIP ist geil, aber man denkt, weil der Club halt so riesengroß ist, dass man so, weiß nicht, dass das so alles auch nochmal in die Tasche steckt. War aber gar nicht so. Also so ein Hertha VIP, so an meine Herthaner da, ne? Hertha VIP ist richtig gut. Union VIP war schon nicht. Ich war auch mal in der Allianz Arena auch schon des Öfteren, da ist auch richtig gut. Allianz Arena ist auch richtig geil. Und wie findest du es hier? Nice, eigener Vibe, gibt halt hier so. Es bleibt bei Wartwurst und Bier, ist auch geil. Das ist alles so im Stehen, ist halt so gemeinschaftlich alles. Naja.
Ich will jetzt nicht sagen, nicht so geil, ne? Wahnsinn, gell? Das roch ja da ein bisschen Weinschlürfen. Überragend, oder? Lovin, danke für 28. Wie auf dem Rummel. Madrid, a la Madrid. Bruder, wie kriegen die das monetarisiert? Oder scheiß mal auf monetarisiert, wie kriegen die das hin, dass es nicht gesperrt wird? Ich habe einmal in meinem Leben irgendeinen Song benutzt, wo direkt, Bruder, 17 Millionen Labels haben mir direkt geschrieben. Wurde sofort runtergenommen, das Video. Nächste Markt lieber. Ja, auch 8 Sekunden Chat, dieses mit 8 Sekunden habe ich auch komplett schon gegen Tisch rasiert. Oh, nee, oder? Danke Leute wieder fürs Einschalten. Das war's mit dem Video. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Auf jeden Fall ein geiles Spiel. Denkt dran, macht beim Gewinnspiel mit. Ihr könnt ein handsigniertes Trikot von David Alaba, Jude Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, Toni Rüdiger und Fernand Mondi gewinnen. Ich glaube, mitmachen lohnt sich. Like das Video, teilt das Video, kommentiert, macht mit und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Gönne ich denen. Die haben viel erreicht. Das ist nämlich, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Everything.